Es geht nicht um mehr Europa und es geht nicht um weniger Europa, sondern es geht um ein besseres Europa. Aber die EU muss sich auf die wirklich wesentlichen Fragen konzentrieren, die nur grenzüberschreitend gelöst werden können. Ich denke an die Flüchtlings-, Asyl-, Einwanderungsproblematik. Ich denke an den Schutz vor dem Terrorismus. Ich denke generell an die außenpolitische und sicherheitspolitische Koordination. Das sind die zentralen Aufgaben, die wollen die Menschen angegangen sehen, und zwar von der Union aus und nicht von den Nationalstaaten. Anders ist es mit Fragen der Regulierung. Hier mischt sich die EU viel zu sehr ein. Hier gibt es Spielraum, sich zurückzuziehen und den Menschen vor Ort die Entscheidungen zu überlassen. Dann wird Europa auch populärer.